Was geht ab, Freunde, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA Fortnite Talk. Das heißt, wir reden heute auch wieder über FIFA und auch Fortnite Themen. Allerdings habe ich heute nur ein FIFA Thema am Start, welches aber interessant ist, und dann gehen wir auch schon direkt rein in dieses Thema. Und zwar geht es dabei ums Team of the Season, welches jetzt offiziell am 27.04. rauskommen wird. Das Ganze ist ein Freitag und dafür kann man voten. Für dieses Team of the Season kann man voten, und zwar habe ich euch den Link einfach mal in die Beschreibung gepackt. Das ist das Most Consistent Team of the Season. Das sind die Spieler, die im Laufe der FIFA-Saison keinen Inform oder sonstige Special Card bekommen haben, aber dennoch immer sehr, sehr solide und sehr, sehr gut gespielt haben. Für dieses Team of the Season kann man voten, und den Link findet ihr in der Beschreibung. Ja, und dann geht's auch schon direkt rein ins allererste Fortnite-Thema, und zwar ist es etwas, was ich vor kurzem rausgefunden habe und ich fand es einfach nur ziemlich kurios. Und zwar schlägt der Fortnite-Charakter mit seiner Axt eigentlich gar nicht dorthin, wo er hinschlagen sollte. Denn es ist so ein Ziel, wie zum Beispiel bei der Waffe oder so, natürlich auf dem Screen angezeigt, dieses weiße Ziel einfach, dieser weiße Spot ist angezeigt. Und der schlägt mit der Axt eigentlich komplett daneben, also komplett daneben, halt ein bisschen links vorbei. Ich fand das ziemlich witzig, denn irgendwie ist das ja komplett unlogisch, aber keine Ahnung, ist euch das schon mal aufgefallen? Mir ist es letztens aufgefallen und ich dachte mir, yo, ich packe das jetzt einfach mal ins Video rein. Ja, wie viele von euch wissen, endet die Season 3 in Fortnite bald, und zwar genau am 30. April. Und dann hoffen natürlich sehr, sehr viele darauf, dass direkt am nächsten Tag, also am 1. Mai, die neue Season, und zwar die Season 4, rauskommt. Und zu dieser neuen Season wurden jetzt Quellcodes geleakt, bei denen man sieht, dass sich Einkaufswegen anscheinend bewegen können. Denn man sieht hier Shopping Cart und dann sieht man Movement, und das sind alles Audio-Files. Das heißt, da geht es darum, welchen Ton eine bestimmte Sache macht. Und da geht es anscheinend darum, dass irgendein Einkaufswagen einen Ton macht, während eine Bewegung stattfindet. Das heißt, es könnte sein, dass man in Season 4 irgendwie mit Einkaufswegen fahren kann. Vielleicht kann man die Einkaufswegen auch nur anstoßen, keine Ahnung, aber es existiert auf jeden Fall eine Audiodatei, die sagt Einkaufswegen, Bewegung, und das eben in Form von Audio. Ja, was ich noch herausgefunden habe, sind klebende Granaten. Ich weiß nicht, wie safe das ist, ich denke, das ist eher nur ein Gerücht, dass es eben klebende Granaten eventuell in der Season 4 geben soll. Das erklärt sich, denke ich, eh von selbst, also wenn du eine Granate wirfst, dass sie halt dort picken bleibt und dort dann eben direkt explodiert. Das könnte eventuell ein neues Feature in der neuen Season sein. Machen wir direkt mal weiter mit der Wüstenmap. Es ist ein riesiges Thema, dass eventuell eine Wüstenmap in der Season 4 vorhanden sein wird. Ob das Ganze stimmt oder nicht, wurde offiziell natürlich noch überhaupt nicht bestätigt, und zum aktuellen Zeitpunkt ist das Ganze nur ein riesiges Gerücht. Aber es kam im Rette die Welt Modus in Season 3 vor kurzem eine Challenge raus, bei der man in einer Wüste eben fighten muss. Das Ganze habe ich beim Sturmwaffel gesehen, das Video dazu seht ihr in der Videobeschreibung. Und hier könnte man so einen Ansatz sehen, wie eben eine Wüstenmap aussehen würde. Ich finde es extrem interessant, vielleicht gibt es aber auch nur eine bestimmte Fläche auf der Map, die eben dann mit einer Wüste ausgestattet ist. Also so wie zum Beispiel jetzt bei der aktuellen Map, dass da Felder sind bei Anarchy oder bei Fatal, dass da dann eben vielleicht ein bisschen Wüste ist. Ich meine, okay, das ist natürlich was ganz anderes. Jetzt ein Feld ist natürlich nicht so besonders wie eine Wüste, aber vielleicht irgendwie so ein Ansatz, dass da so gewisse Übergänge und so sind, dass man die Map auch ein bisschen vielseitiger macht. Das würde ich auf jeden Fall extrem feiern. Mal schauen, ob wir eine Wüstenmap in Season 4 begrüßen dürfen. Okay, dann sind wir auch schon beim vorletzten Thema, und das ist nur ein kurzer Skin, den ich gefunden habe, der sogenannte Grey Skin. Fand ich ziemlich cool, das könnte vielleicht auch in Season 4 kommen. Viele gehen ja auch davon aus, dass da irgendwie vielleicht nur Alien Skins oder so vorhanden sein werden. Man weiß das natürlich überhaupt nicht, aber dadurch, dass eben dieser Meteorit da zu Tilted Towers angeblich fliegt, ist eben jetzt die Wahrscheinlichkeit hoch, beziehungsweise die Leute gehen teilweise davon aus, dass eben nur Alien Skins und so kommen, weil Meteorit, Bam, Aliens, was auch immer, keine Ahnung, aber es gibt auf jeden Fall jetzt diesen Alien-Skin als Konzept, und ich wollte euch das einfach mal zeigen. Also es gibt im Moment sowieso 100.000 verschiedene Gerüchte, was zu Season 4 wirklich passieren wird. Ich denke mal, wir müssen alle einfach noch die paar Tage warten und dann werden wir sehen, was zu Season 4 passiert. Ich bin auch schon sau gespannt, und die Antwort auf diese vielen Fragen, die
die werden wir auf jeden Fall bald bekommen. Ja Jungs, wir sind jetzt auch schon beim letzten Thema, denn auf Instagram hat mir ein Abonnent eine sehr coole Videodatei gesendet aus seinem eigenen Fortnite-Gameplay. Und hier sieht man tatsächlich, wie so eine Art Komet oder Sternschnuppe irgendwie in Richtung Boden kracht. Und was witzig ist, genau so eine Sternschnuppe bzw. genau so einen Kometen habe ich auch schon mal selbst in meinem eigenen Fortnite-Gameplay gesehen. Da habe ich dann auch direkt zu meinen Mates gesagt, yo, habt ihr das gerade gesehen? Und die haben so gesagt, ja, nee, keine Ahnung, was du meinst. Und ich so, doch, doch, da war wirklich gerade sowas wie eine Sternschnuppe. Vielleicht bauen die manchmal so Sternschnuppen ein, um diese ganze Sache mit dem Kometen noch viel, viel mehr zu pushen und die Leute noch viel gespannter zu machen. Denn dieser Meteorit ist ja jetzt wirklich schon in der Luft und der ist auch im Quellcode drinnen. Das heißt, sie könnten das Ganze wirklich so ein bisschen pushen wollen, denn in kurzer Zeit, oder nicht in kurzer Zeit, aber eventuell wird bald ja ein Komet einschlagen und das könnte dann eben auch die neue Season dann sein. Also es kann zum Beispiel sein, dass der Komet auch einschlägt und dann entsteht eine komplett neue Map und das ist dann eben Season 4. Boah, ich bin einfach verdammt gespannt, was da jetzt wirklich auf uns zukommen wird. Auf jeden Fall erfahren wir das in weniger als 2 Wochen. Und ja, Jungs, das war's auch schon wieder mit dem heutigen FIFA Fortnite Talk. Heute eher Fortnite-lastig. Das liegt einfach daran, dass ich zu FIFA extrem wenige Themen gefunden habe. Eben eigentlich auch nur das Team of the Season. Zu Fortnite habe ich durch die neue Season eben viel, viel mehr sagen können. Deswegen habe ich da heute einfach mal ein bisschen mehr reingepackt. Und dann bedanke ich mich auch schon bei dir fürs Zusehen. Vielen Dank, dass du dir das Video gegönnt hast. Falls es dir gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, eventuell auch ein Abo, falls du neu auf dem Kanal bist. Und wenn du Bock hast, kannst du natürlich auch noch die Glocke aktivieren, um mich natürlich zu unterstützen. Das wäre sehr, sehr korrekt. Und ja, Jungs, dann bin ich auch schon raus. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.